Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herzlichen Dank auch Christian Lindner für das letzte Stichwort, weil ich würde das ganz gerne ein bisschen in einen anderen Kontext stellen. 2010, ist es richtig, hat die schwarz-gelbe Bundesregierung das Atomausstiegsgesetz von Schröder und Fischer gedreht. Und was der wirkliche Hintergrund ist, Schröder, Fischer haben ein Atomausstiegsgesetz gemacht, mit den Unternehmen verhandelt. Das hatte viel längere Laufzeiten, als ich mir in der Vorbereitung dieser Verhandlung vorgestellt habe. Aber im Konsens mit den Unternehmen ist ausgehandelt worden, die Restlaufzeiten, die übertragbaren und, und. Und dann hat RWE politisch darauf gesetzt, dass irgendwann Schwarz-Gelb im Bund drankommt, die Traumkonstellation, dass man das rückwärts dreht. Und hat darauf verzichtet, in Erneuerbare und alles zu investieren. Und dann habt ihr gedacht, ihr kommt dran, und es gab zunächst eine große Koalition. Die SPD hat am Atomausstieg festgehalten. Und als dann endlich die schwarz-gelbe Traumkonstellation kam, habt ihr es rückwärts gemacht, um es wenige Monate später nach Fukushima wieder zu kippen. Das ist der Punkt, weil die Bundeskanzlerin richtig gesehen hat, es war nicht mehr zu vermitteln gesellschaftlich. Aber die Kritik muss man doch bei dem Unternehmen anlanden. Wer mehr als 10 Jahre eine Entwicklung in Richtung erneuerbare Energieeffizienz verpasst, der hat auf dem Markt heute genau die Probleme. Und der hat jetzt Schwierigkeiten, einen so geringen Anteil zu haben, muss das nachholen. Das ist der entscheidende Punkt. So, und Christian Lindner, es hat ja nur noch gefehlt, die Wiedereinführung der Studiengebühren. Ich bitte darum, dass du das demnächst auch dann bringst, damit wir auch damit klaren Patenten rausgehen. Ja? Aber nur am, und das Landesjagdgesetz. Ich würde gern zwei Punkte noch wirklich anbringen. Und zwar ist vom Kollegen Wüst angesprochen worden, die Frage der Infrastruktur. Und wenn man sich das Interview von Professor Dörren durchliest im Stadtanzeiger am 1. April auf die Frage, was muss NRW machen, da sagt er, NRW muss beim Bund mehr für die Verkehrsinfrastruktur, Zitat, herausschlagen. Und wer sich dann ein Stück weit diese Genese anguckt, der weiß, dass die langanhaltende Benachteiligung von Nordrhein-Westfalen im Personenverkehr über 20 Jahre lang nur 15% statt Königsteiner Schlüssel, und jetzt hat Mike Groschek durchgesetzt 19%. Das ist genau einer der Infrastrukturpunkte, die angesprochen worden sind. So. Und wenn der Kollege Wüst eben sagt, die CDU weiß, was Digitalisierung ist, sie hat 10 Anträge zum Breitbandausbau gestellt, das hilft nicht. Das hilft nicht an der Stelle, weil mit den 10 Anträgen zum Breitbandausbau korrespondiert ja, dass ihr 2009 im letzten Regierungsjahr genau 1 Million für einen Breitbandausbau zur Verfügung gestellt habt, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2 Megabit vom Bund vorgegeben. Aber das war euer Breitbandausbau, während diese Regierung zugegangen ist, die 1 Million, 11 Millionen bei Remmel, plus digitale Dividende. Und jetzt im Programm des Bundes jede Million, die der Bund zur Verfügung stellt, wird kofinanziert. Und für die Kommunen, die in Haushaltsschwierigkeiten sind, übernimmt NRW das Land auch den 10%-Anteil, sodass das jetzt hier tatsächlich im Land herausragend läuft und wir genau das in der Infrastruktur machen. Davon ist bei der CDU aber nichts zu hören. Und der entscheidende Punkt, die Digitalisierung, gerade wenn ich sie mir im Energiebereich angucke und wenn ich weiß, Ziele der Bundesregierung, jetzt haben wir 30% Erneuerbare, 40, 50, 60, kann ich mich doch hier nicht hinstellen und über die Energiewende jammern, denn weiß ich, dieser Pfad geht so weiter. Das ist Ziel aller Regierungen. Und dann kommt dazu, zu dieser Veränderung, die Digitalisierung, die nicht mehr aussieht wie 1000 Megawatt Kraftwerksblöcke, die auf der Wiese stehen und 60% der Energie verschwenden. Moderne große Kraftwerke, die wir noch brauchen, da stimme ich ja mit Ihnen überein, eine Zeit lang, die sehen so aus wie das hier direkt nebenan auf der Lauswart. Modernes Gaskraftwerk mit einem großen Wärmespeicher und Kraft-Wärme-Auskopplung und einem Wirkungsgrad über 80%. Das ist das, was wir als Ergänzung zu den Erneuerbaren brauchen und die komplette Digitalisierung dazu. Und der Markt wird ganz anders aussehen. Das größte Taxiunternehmen der Welt besitzt nicht ein Taxi. Das größte Wohnungsvermittlungsunternehmen der Welt besitzt nicht eine Wohnung. Und es wird in absehbarer Zeit nicht mehr entscheidend sein, wer die Kraftwerke besitzt, sondern es wird die Steuerung von Lastnachfrage, Lastmanagement und Millionen, wir haben jetzt 1,4 Millionen PV-Anlagen, die Steuerung all dieser Anlagen und das Bündeln bei Wahrung natürlich der Versorgungssicherheit, das kann nicht anders sein, das wird die Herausforderung sein. Und dafür sind Firmen genug gerüstet und die müssen wir in Nordrhein-Westfalen unterstützen, damit die weiterkommen. Und wir müssen,
Und da will ich noch mal eingehen, Dr. Paul hatte das ja versprochen. Eigentlich haben wir im Bereich Elektromobilität mit dem, was die Post jetzt in Aachen, in Bonn und wohl auch in Bochum machen wird, hervorragende Ausgangspositionen im Bereich der Lieferverkehre. Es gibt nur ein Lieferfahrzeug, was auf gleichem technischem Niveau angeboten wird auf dem Weltmarkt, das kommt von Nissan. Das andere ist tatsächlich das, was die Post als Ausgründung von der Aachener Hochschule macht. Kein anderer Autokonzern in Deutschland bietet ein Lieferfahrzeug für Post, für Pakete, für Ähnliches. Die können die Kapazitäten, wollen die auch zum Jahresmitte verdoppeln, sie könnten sie noch mal verdoppeln. Die müssen wir unterstützen, weil wenn Länder wie Norwegen sagen, ab 2025 werden Neuwagen für Pkw und Transport nur noch elektrisch zugelassen, dann können wir genau diese Märkte bedienen. Und wir können sie bedienen mit dem besten Produkt, was es in der Bundesrepublik gibt, was in der Praxis jetzt schon mit 500 Fahrzeugen und 1 Million Kilometer Praxiserfahrung hat. Das sollten wir unterstützen. Das sollten wir auch unterstützen in den Kommunen. Ich bin neulich noch mal da gewesen, weil ich Sorge hatte, dass die Post das nur für sich macht und nicht auch freigibt für Handwerker und andere. Das Gegenteil ist der Fall. Die Post ist sehr wohl bereit, auch diese Fahrzeuge weiterzuverkaufen. Das müssen wir machen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Tesla nicht nach Fessenheim geht auf einen Reaktorstandort. Tesla gehört für mich ins Ruhrgebiet, auf einen Industriestandort in dieses Land. Da sollten wir ein Angebot machen, die ganze Elektromobilität anschieben und nicht immer dieses Untergangsszenario, was Sie schildern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr